In diesem Video habe ich ein Unboxing für euch in Kooperation mit New Griff Day. Was da Schönes drin ist in diesem Päckchen, seht ihr nach dem Intro. Hallo ihr lieben Kreativen. Diesmal habe ich ein Päckchen von New Griff Day als Kooperation. Wir schauen uns einmal an, was da Schönes drin ist. Ihr seht schon, Tüte zerrissen. Ich wollte es aufmachen. Ich dachte, das wäre was anderes. Und leider ist die Tüte so zerfallen, dass ich gar nicht mehr das, was da drin ist, da reinbekomme. Mich wundert eh, wie dieses große Luftpolsterfolientasche da überhaupt reingepasst hat. So, New Griff Day ist ein Hersteller, ein Shop für Diamond Paintings und auch diese Stitch-Bilder, also Kreuzstichbilder, besser gesagt. Und die haben mich gefragt, ob ich gerne mal was ausprobieren möchte. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, für die Diamond Paintings, weil Kreuzstich ist jetzt bei mir nicht mehr so aktuell und kann ich auch nicht gebrauchen. Und Diamond Painting wollte ich schon mal ausprobieren. Wir haben ja die Postkarten zu Hause. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich drei verschiedene Sachen mir aussuche. Unter anderem jetzt zum Beispiel diese schönen Diamond Painting Sticker. So sollen die ausschauen. Und man sieht hier auf diesen ganz kleinen Flächen, das sind ganz runde Steine, was man da benutzen sollte. Jetzt machen wir mal das auf. Das schaut nämlich mehr aus, als was ich da gedacht hätte. Oder sind es doch drei? Also solche Sticker, ein kleineres Bild und ein großes Bild. Das müsste, glaube ich, 30x30 haben und das 20x20. Ich wollte eigentlich nur ein kleineres Bild zum Vergleich machen. Wir fangen aber jetzt mit denen an. Ich habe jetzt schon die Sticker und in jedem Pack müsste dabei sein. Jetzt müssen wir mal schauen, wie machen wir denn das auf jetzt wieder? Hey! Ah, doch. Ja, ich liebe immer diese Plastiktüten, weil da klebe ich immer fest. Auf jeden Fall in jedem Wackel ist wie üblich drin. So eine Schale, der Diamond Paintings Tray. Ich habe mir ja extra eigentlich ein Video angeschaut von einem Kanal von Diamond and Pictures, weil die macht das nur Diamond and Pictures, mittlerweile auch Tests. Und da habe ich mich nochmal informiert, wie funktioniert das eigentlich, weil wir haben es falsch gemacht. Wir haben immer da reingebohrt und dann auf diese Steine und aufs Bild. Und eigentlich sollte man da nur reinbohren, dass da vorne Wachs drauf ist und dann. Und nicht jedes Mal wieder da rein. Kein Wunder, dass das Wachs da nicht reicht. Weil normalerweise reicht es ja ewig. Und dieses Dray ist dabei. Und dieses Dotting-Tool, sag ich ja mal, für Diamond Paintings. Dann haben wir hier die ganzen Steinchen. Und auf den ersten Blick schauen die gar nicht einmal so schlecht aus. Das sind solche schönen, glitzernden Steinchen. Die haben eine relativ flache Seite. Und sind in der runden Form. Und wir haben auch hier, sehe ich gerade, auch solche schönen sind da drin. Auf den ersten Blick schaut es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus von der Qualität. Okay, ich bin jetzt kein Spezialist in Diamond Painting. Und dann werden wir in einem anderen Video, werde ich mal mit diesen Stickern anfangen. Es sind doch 6 Sticker, also wir haben hier, ich denke mal, das soll ein Löwe sein und das soll ein Tiger sein. Da bin ich jetzt schon tierisch gespannt. Hier haben wir einen Totenkopf. Dann einen Wolf mit 2 verschiedenen Farben. Eigentlich wollte ich was anderes noch haben, aber mir haben die anderen Bilder nicht so gut gefallen wie das. Da habe ich dann lieber den Totenkopf mitgenommen. Und dann haben wir hier einen Fuchs und hier einen Löwen nochmal. Da bin ich schon gespannt, ob ich das hinbekomme. Wie gesagt, ich bin in Diamond Painting wirklich ein Anfänger. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber wenn man schon mal eine Anfrage gibt, ist es die Gelegenheit, mal was anderes auszuprobieren. Ich verlinke euch den Shop in der Videobeschreibung unten und blende es hier nochmal ein. Jetzt machen wir mal das kleine Päckchen auf, was ich mir da Schönes ausgesucht habe. Ui, das hält schon ganz schön fest. Also, der Kleber. Ich hab's mit den Plastiktüten. So, jetzt tun wir mal das da weg, weil sonst stört das. Also, so wie das anfühlt, ist es auf Stoff aufgedruckt. Das Motiv finde ich toll. Also, ich habe zum ersten Mal jetzt das so in die Hände. Ich weiß nicht, was normal verwendet wird. Einen schönen Leinenstoff, würde ich jetzt mal sagen. Genau, Leinenstoff. Dann machen wir hier mal, rollen wir jetzt hier auf. Da drin ist natürlich auch wieder das Dray und der Stift und der Wachs. Hier haben wir diese Steinchen, die zeige ich euch jetzt dann gleich näher.
Mir interessiert jetzt das Motiv. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil es ist ja hier, das Plastik ist ja der Kleber drunter. Man sollte das ja natürlich nicht aufmachen. So, und wenn ich mir jetzt das so anschaue, also wenn ich ganz dicht dran gehe, meine ich, es sind jetzt dunkle Flecken. Wenn ich das jetzt hier in die Kamera halte für euch, wird ihr wahrscheinlich schon sehen können, was es ist. Das sind Löwenzahn. Und ich finde jetzt auf den ersten Blick die Farben, also der Abdruck ist gar nicht so schlecht. Hier könnte man es mal von der Nähe, könntest du das nochmal anschauen. Dann haben wir hier auch wieder, das ist ja nochmal eine Erklärung, das mit dem Kleber, da bin ich jetzt gespannt. Mir wundert halt, dass das so halt. Also wir haben jetzt hier, habe ich mich doch vertan, das ist das 30x30er. Also ich wollte 20x20er haben, habe mich dafür aber für die Sticker entschieden. Hier ist nochmal die Colorlist aufgeführt, falls mir welche fehlen sollten zum Nachbestellen. Auch wenn ich jetzt für den Anfängermodus jetzt nicht so gut erkennen kann, was es ist. Und das ist der Grund, dass ich Diamond Painting noch gar nicht einmal ausprobiert habe, weil ich immer der Meinung bin, dass es für mich zu pixelig ist. Ich habe aber aus dem Diamond and Pictures Kanal, ich tue dir hier oben mal in die Infobox rein verlinken, mitbekommen, dass man ja nicht die Bilder von so anschauen sollte, sondern von der Weite. Und dann erkennt man eher die Motive und dann ist es gar nicht mehr so pixelig. Also von der Nähe ist natürlich pixelig und sonst nicht. Und ich mag eigentlich keine pixeligen Sachen mehr so. Das ist genauso schlimm, wie mein Sohn Minecraft spielen will. Also ich finde das Spiel komisch. Und mir wird auch schlecht, weil es gibt da ein bestimmtes Phänomen, das ist heißt Sick Motion. Wenn zum Beispiel auch für mich das so pixelig ist und da noch sehr viel Bewegung im Spiel kommt, irgendwann wird mir schlecht dabei. Warum auch immer, bei anderen Spielen habe ich das nicht, sondern nur bei diesen pixeligen Spielen, vor allem Minecraft, tut mir leid, lieber Sohn. Mein Sohnemann will, dass ich immer mitspiele, ich rede mich immer raus, weil ich habe es echt probiert. Wir haben schon mal was zusammen gemacht, so ein kleines Videoprojekt für einen Wettbewerb, wo er Sache mal eine Xbox gewonnen hat. Und da war das hart an der Grenze, aber wir haben es geschafft. Jetzt packe ich euch das einmal aus nochmal. Da könnte man sich ja vorstellen, dass man vielleicht Papiertütchen nimmt. So, wir stehen hier. Das mal sind das eckige Steinchen. Die sind sehr klein. Ich bin gespannt, ob ich das auch so hinbekomme mit dem Dreh. Deswegen sage ich, gibt es heute erst ein Unboxing-Video. Hier sind auch keine Dellchen drin, wenn ich das sehe. Auf der Unterseite, die sind jetzt nicht so glitzern wie die anderen, das sind jetzt ganz normale Steine. So schauen die aus. Ich denke mal, die Qualität passt. Schauen wir mal, jetzt tue ich mal ein bisschen runter. Oh ja, das klebt schon. Ich bin da gespannt, wie ich das hinbekomme, dass ich da nicht so viel ablöse, dass der Kleber auch noch schön hält. Okay, einmal Schneeball, Löwenzahn. Und im Abspann zeige ich euch dann nochmal, weil wir jetzt gerade zum Löwenzahn kommen, was man denn mit dem Löwenzahn mal anstellen kann, mit dem getrockneten. Dann kommen wir zu dem großen. Das dürfte dann 40x40 sein, wenn es an der 30x30 ist. Schauen wir mal. Gut verpackt ist schon mal. So, dann schauen wir mal da rein. Ui, der ist schon mal ganz anders aufgerollt. Dieses Motiv soll es werden. Das hat mich so angefixt, weil das hat was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Blume ist. Ich habe das mal gelesen, aber ich finde das jetzt so toll, wenn das jetzt fertig ist, wie das dann ausschaut an der Wand. Ich denke mal, das schaut super gut aus und vor allem für die kalte Jahreszeit ist das irgendwie so ein Hingucker. Hier habt ihr natürlich wieder diese Colorlist. Wie ich gesagt habe, es ist 40x40. Wir können auch hier mal schauen. CQF2433 ist diese Bildnummer. Ich schreibe es euch dann unten in die Videobeschreibung hin, was es genau ist, damit ihr das mal anschauen könnt. Vielleicht wollt ihr auch mal was ausprobieren zum Bestellen. Hier haben wir auch schon wieder so einen schönen Leinenhintergrund, geeignet zum Einrahmen. Und man sollte am besten die Bilder fixieren. So, wir haben hier nochmal die Steinchen. Wir machen jetzt mal rüber das Motiv. So schaut das Motiv aus. Warte mal, wir halten es einmal so hin. Also jetzt schaut es noch sehr pixelig aus. Es sind noch keine Steine drauf. Ich bin gespannt, ob dieser Leuchteffekt, den hier gezeigt wird, auch zur Geltung kommt, wenn man mit diesem Bild fertig ist. Ich hoffe es einmal, weil ich soweit ich gesehen habe, sind es ja keine glitzernden Steine. So wie mit die Aufkleber, sondern ganz normale. Jetzt gucken wir da nochmal rein. Es sind auch alles viereckige Steinchen, also die Bilder mit den viereckigen Steinchen sind etwas teuriger als die mit den runden Steine. Bei denen schaut es jetzt so aus, da haben jetzt viele doch so eine kleine Wölbung unten drin.
Mal schauen, wie sich das dann macht, wenn man es festklebt. Bei denen schaut es dann so aus, da sind vereinzelte drin mit solchen Wölbungen. Hier sind auch solche kleinen Dellchen drin und wieder ganz normale. Kein überstehendes Zäpfchen oder irgend sowas und finde ich schon mal gut. Das habe ich gar nicht gesehen. Also beim anderen haben wir noch den normalen Stift. Und hier habe ich diesmal für diese große, habe ich tatsächlich einen anderen. Und da ist sogar dieser Schaumstoff drauf. Da habe ich mir jetzt extra Pinsel gekauft wegen dem Schaumstoff, damit man hier das besser halten kann. Und da ist ja eben auch dieses normale Dotting. Heißt das Dotting? Oder Stift einfach. Dann haben wir hier einen Steinchensetzer. Ich glaube, das ist 5-mal oder 10-mal. Und hier haben wir natürlich mehr von diesem Wachs drin. Soweit ich mitbekommen habe, man schüttet eben die Steinchen hier rein. Dann schüttelt man hin und her, damit die so rumliegen, dass man es mit dem Stift aufnehmen kann. Also mit der nicht glatten Oberfläche nach oben liegen die und dann macht man da rein und nimmt sie auf, nachdem man sie in den Wachs reingedunkt hat. Und das kann man dann auch abnehmen. Also ich würde jetzt mal sagen, das sind die 5er. Dann haben wir da noch zwei andere, die tun wir auch da drauf liegen. Das sind 10er, würde ich mal sagen, oder? Oder ist es mehr? Oder 3er und 5er? Sorry Leute, ich kenne mich jetzt da noch nicht so gut aus. Ich würde jetzt mal behaupten, 3er oder 5er und das sind 10er. Ich bin ja gespannt, wie das funktionieren soll. Also auf jeden Fall hier Wachs rauf. Die Steinchen dahin schütten und dann so drauf machen. Und dann müsste es 10 auf einmal da drin sein. Und dann könnte man 10 auf einmal da reinsetzen. Finde ich toll, dass bei dem Großen so eine Auswahl dabei ist. Und wir haben sogar noch eine Pinzette. Wenn irgendwas wegflutscht, verstaut. Wir haben einmal das 40x40. Wir haben dieses schöne Schneeball, hätte ich jetzt schon wieder gesagt. Wir haben diesen schönen Löwenzahn. In 30x30. Wie gesagt, ich verlinke es unten in der Videobeschreibung. Ich bin froh, dass ich mich für diese noch entschieden habe. Auf die freue ich mich ja besonders, weil die solche schönen glitzernden Steine haben. Mal schauen, ob die so auch noch glitzern. Und dann kann man die vielleicht in so ein Journal rein tun oder in sein Hausaufgabenheft für die Kinder. Mal gucken. Auf jeden Fall, das war jetzt mein Unboxing-Video erst einmal von der Firma Newgriff Day. Es wird ein paar Wochen dauern, weil dazwischen ja noch andere Videos reinkommen. Und dann bringe ich euch mal ein Kraft-Update, was ich inzwischen mit diesen Diamond-Bildern gemacht habe. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich mit den Sticker zuerst anfangen. Wir sehen uns dann in einem nächsten Video von mir. Bis demnächst, eure Petra.